In Hebräer 4, Vers 16 finden wir einen total genialen, ermutigenden Vers. Dort heißt es: Lasst uns nun mit Zuversicht oder mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Der Gnadenthron ist ein Bild aus dem Alten Testament, denn dort war es nötig, dass der Hohepriester für das Volk Sühnung der Schuld, Vergebung ihrer Sünde erwirkte am Thron der Gnade. Im Neuen Testament ist der Gnadenthron Jesus selbst. Er selbst wird dir Schuld vergeben und für deine Schuld Sühnung am Kreuz erwirken, wenn du zu ihm kommst und um Vergebung deiner Schuld bittest. Wir haben dir auf unserer Webseite dort auch Hilfestellung gegeben, damit du ein Gebet nachsprechen kannst, um an diesem Gnadenthron vor Jesus selbst mit deiner Schuld in Ordnung zu kommen. Der Thron der Gnade ist der Ort der Wiederherstellung, wo du ohne Schuld, ohne Scham, ohne Furcht direkt zu Jesus selbst kommen kannst. Der Gnadenthron ist der Ort der Wiederherstellung eines erneuerten Lebens. Der Thron der Gnade spricht davon, dass du Barmherzigkeit und Gnade für dein Leben empfangen kannst zur rechtzeitigen Hilfe. Dann, wenn du sie brauchst. Nicht irgendwann, später mal oder wie auch immer, sondern dann, wenn du zum Thron der Gnade kommst, wird rechtzeitige Hilfe, Barmherzigkeit und Gnade da sein. Ich wünsche dir, dass du heute ganz neu dich auf den Weg machst, zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Dass du ganz neu eine Begegnung mit Jesus selbst hast. Dass du ganz neu da weißt, der Thron der Gnade ist da, damit rechtzeitige Hilfe in meinem Leben wirksam wird. Rechtzeitige Hilfe der Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Ich wünsche dir, dass du die Erfahrung machst. Gott hat mehr für mich.